Damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ah, lange ist her, aber jetzt ist endlich mal wieder soweit. Und wir haben heute einiges vor, denn einerseits werden wir zum ersten Mal mit der hier fahren. Den neuesten Kauf. Das ist ein echtes Biest und fährt auch richtig gut. Und ich zeige euch eine neue Methode, wie man so richtig lange Gütezüge fährt, ohne dass hier gleich was entgleist. Und zwar werden wir hier im Sandwich fahren. Sprich, einerseits hier den neuen Wagen hinter der Lok. Und die neuen hier davor, dass die Lok in der Mitte ist. Das funktioniert ziemlich gut. Und da werden wir einmal zur Erzmine rauffahren und wieder runter. Wir werden das dann hier wieder abstellen. Und das nächste wäre, dass wir diesen Roheisenzug mit der Kohle hinten dran hier zum Eisenwerk bringen. Da müssen wir aber erstmal die Strecke bauen. Sprich, das machen wir zuerst und dann wird die Strecke gebaut, damit der hier weg kann, weil der blockiert mir jetzt hier das Gleis. Und hallo Rudi, schön, dass du da bist. Hoffe, dir geht's gut. So, die Weichen da hinten sind weitestgehend richtig gelegt. Und ich habe da schon mal eingefeuert. Es sollte also warm sein. Kann man doch mal... Ja, weitestgehend. Können wir noch ein bisschen was nachlegen hier. Sehr gut. Ja dann, wenn wir das mal vorsichtig hier rausbringen und dann kuppeln wir mal an dem an. Und ich glaube, die Bremsen sind hier noch angelegt. Ich hoffe, das geht so von der Lautstärke, dass das Musikspiel, mein Verhältnis soweit okay ist. Aber sollte eigentlich passen. Oh, ich sehe schon, wie die FPS wieder nach unten gehen. Ach, das Spiel. So, ein bisschen noch. Mal gleich sehen, ob hier alles dran bleibt. Sieht aber gut aus. Ich werde hier hinten schon mal die Bremsen lösen. Das dürfte eigentlich... Oh, ich habe sie schon gelöst. Hä? Aber hier... Warum sind manchmal die da so ein bisschen angezogen? Das habe ich bestimmt nicht gemacht. Okay, aber okay, da ist angezogen und hier gerade nach Hause gekommen. Jetzt ist Wochenende, ja, Gott sei Dank. Ja, soweit ist eigentlich alles gut. Hat jetzt mal richtig Lust, hier mal wieder zu streamen und wieder zu bauen. Kannst du bitte... Dankeschön. Okay, dann machen wir das mal hier vorbereiten. Kuppeln an die anderen neuen an. Sehr gut. In echt hat man das vermutlich nicht so oft gemacht, dass die Lok in der Mitte ist. Gott, schon wegen der Sicht her. Reicht es schon? Ne, ein bisschen noch. Okay. Dann werden wir hier mal die Bremsen und Kupplungen überprüfen. Ist alles okay aus? Dass es so teilweise angelegt ist. Okay. Gut. Das sollte es gewesen sein. Dann fahren wir mit dem mal nach oben. Wird schon schief gehen. Jetzt springt er wieder zwischen 30 FPS und 25. I'm loving it. Okay, Schmackes Hammer und dann vorsichtig nach oben.
Am besten rückwärts. Schauen wir mal, ob hier dann auch alles mitkommt. Sieht aber sehr gut aus. Ich bin mal ganz gute Dinge. Sehr gut. Den Regler kann ich die ganze Zeit fast so lassen. Da bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Also zweimal habe ich das schon so gemacht. Das ist die dritte Fahrt. Und bin eigentlich ganz zufrieden mit der Methode, wenn die Lok in der Mitte ist. Ja, sehr gut. Und Rudi, wie weit bist du schon bei der Strecke? Hat schon fleißig gebaut. Also bitte entschuldigt, wenn es manchmal laggt, aber da kann ich leider nichts tun bei dem Spiel. Die ersten Weichen habe ich kontrolliert, die anderen sollten eigentlich auch passen. Also unsere andere Berglokomotive, die werden wir dann wieder raufbringen zur Kohlemine. Die wird dann da oben bleiben, mit der fahre ich nicht mehr runter. Das ist mir einfach viel zu langsam. Die fährt einfach so viel schneller. Also ihr könnt jetzt noch ein bisschen schneller fahren, aber das tue ich jetzt bei diesem riesen Zug jetzt erst, also bei dem Verband jetzt hier nicht. Aufgleisen ist uncool. Zumindest bei sowas. Ich habe das Gefühl, die Musik ist ein bisschen leise. Passt es so oder soll man es ein bisschen lauter machen? Oder sogar das Spiel ein bisschen leiser vielleicht. Ich glaube, ich werde mal das Spiel ein bisschen leiser machen. So. So, ich hoffe, die Weiche da vorne ist richtig, dass wir nach rechts fahren. Sie ist halt ein bisschen schlecht hier von der Mitte. Na. Die Bäume sind im Weg. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Wunderbar. Und habt ihr soweit noch Pläne fürs Wochenende? Außer vielleicht Trade Worlds online zu spielen. So, das ist der Abschnitt, wo wir ein bisschen bremsen müssen. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass mich da von der Brücke runtergeschmissen hat. Nur beim Bau. Aber da bin ich halt hängen geblieben, aber mit dem Zug an sich so bin ich noch nicht hier runter. Erst da unten, wo da die Kurve kommt. Wow. Geht die FPS teilweise runter auf 15. Das ist ein Traum. So. Ich spiele ein bisschen Basteln und Football. Okay. Habe ich mir persönlich live noch nie angeschaut, Football.
Aber stell es mir spannender vor als wie Fußball. Ich bin so überhaupt gar kein Fußballfan. Da könnte ich einschlafen dabei. Hoffentlich war das jetzt nicht zu schnell. Okay. Mal schauen, ob wir das in dem Stream machen. Ich will da oben die große Kurve nochmal neu bauen und da auch ein Dreieck hinbauen. Das steht auch noch an. Und dass dann die Kurve ein bisschen weiter rausgezogen ist. Und gleich dazu will ich den Anfang der dritten Bergstrecke neu machen, weil da hat es einen Punkt drin, dass man regelmäßig die Wagen rausschmeißt. Mal gucken. Haben wir Zeit, aber erstmal zum Eisenwerk heute bauen. Damit wir da entsprechend mal unsere Sachen entladen können. Also wie ihr seht, so mit in der Mitte ist es ziemlich entspannt drauf zu fahren. Müssen es mit der muss man halt einmal stehen bleiben und Holz nachlegen. Aber ansonsten stressfrei. Solange das nicht übertreibt mit dem Gas geben und bremsen. Schaust du denn das American Football an? Ist da wieder Super Bowl oder sowas angesagt? Ich kenne mich halt wirklich nicht aus, ne? Ich frage einfach nur. Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht auf die dritte Bergstrecke. Na, machen wir nicht. Okay, sehr gut. Aber jetzt, ich fasse den Regler nicht an. Geschwindigkeit ist gleichbleibend und das passt eigentlich ganz gut. Ich meine, theoretisch, die Glasebene könnte es auch, aber da haben wir einfach den Vorteil, dass die vordere Kupplung, genauso wie bei der Eureka, irgendwie nicht so wirklich hält. Da ist die Block einfach ideal. Samstag ist immer College Football, Sonntagabend dann die NFL. So, jetzt wollen wir hier mal anhalten. Vorsichtig. Ohne dass man hier was raushaut. Gut, und dann werden wir hier mal nachlegen. Wunderbar. Weiter geht's. Kommt alles mit, dann können wir eigentlich wieder auf 30 ungefähr. Ja, perfekt. Chillig. Ah, ich freue mich schon, dann die Strecke zum Eisenwerk zu machen. Die sollte eigentlich recht schnell gehen, nachdem es ja Flachland ist, weitestgehend. Und ich will noch den Güterbahnhof irgendwo bauen, irgendwo dazwischen. So nach ähnlichem Prinzip, wie ich es oben bei der Kohlebine gemacht habe. Das ist echt schön geworden. Bin echt stolz auf mich. Viel mehr Spaß, da die Strecke zu fahren, nachdem ich da wirklich den Schwimmbau gemacht habe. Das hat mich so lang gestört.
Im Discord haben sie jetzt Entschuldigung, eigenen Kanal aufgemacht jetzt für Known Bugs und eine Auflistung von allem, wo sie dran sind, was als nächstes kommt. Und mitunter steht drin, dass sie beim nächsten Patch vermutlich die Performance verbessern wollen. Also, als ich das gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut. Das wäre so super, wenn da ein paar Optimierungen kommen, damit hier mal die FPS besser sind. Das wäre super. Die Caboose kommt, also der Mannschaftswagen. Oh ja, das wär cool. Ich sage halt immer Caboose dazu, was im Englischen halt so heißt. Und bin meistens mit den englischen Bahnen unterwegs. Da mische ich das gerne, weil es einfach nur der Mannschaftswagen. Sieht auch voll cool aus innen drin. Hat so mehrere Ebenen, wo man sitzen kann, hat ein Herd drin, mit so einer Art Küche, Toilette sogar. Fast wie ein Wohnwagen auf Schienen. Aber wenn man denkt, wenn die da damals tagelang unterwegs gewesen sind, dann wirst du halt alles dabei haben, ne? Ja, wenn du so 12, 14, 16 Stunden Fahrt machst, mitten im Outback. Mir wird's gefallen, aber muss schon mal durchhalten können, ne? Warum ist jetzt Fuel wieder leer? Habe ich es nicht richtig erwischt? Dann werden die Bohnen aus der Dose warm gemacht, ja. Ich habe mir auch überlegt, ob man nicht vielleicht mal eine Art Lokparade machen, alle Loks mal zusammen und dann mal die Strecke abfahren. Das sieht ziemlich, also ich denke mal, das wird cool aussehen. Muss man nur überlegen, wenn man sich schlau kuppelt, ohne dass es auseinander geht. Boah, jetzt sind wir bei 19 FPS. Ah, schlimm mit den langen Zügen. Aber muss man durch. Also ich hoffe, auf Twitch ist es weitestgehend anschaubar. Trotzdem ruckeln. Also ich hatte schon gehabt, dass bei mir weitestgehend ging, aber der Twitch-Stream hat dann voll durchgedreht. Da war es dann nur noch Stockkino. Okay, fast da. Jetzt geht es mir ein bisschen nach unten. Da hinten ist auch schon die Mine. Und noch ein bisschen Gleis. Kleiner Tipp, wer sich mit dem Bremsenwerk ab schwer tut, kann einfach mal bei den ersten zwei oder hintersten zwei Wagen einfach mal die Bremse anziehen. Das hilft. Ich glaube, ich werde auch die Betsy von da oben wegnehmen, weil die habe ich jetzt manchmal genutzt, um das Erz hier runterzubringen mit 8 Wagen. Ja, die tut sich da schon schwer mit dem Bremsen nach unten. Da merkst du schon, dass sie braucht und weggedrückt wird von die Wagen. So, Fire Temperature 190, ja, das geht. Oben nochmal nachlegen. Ich hoffe, ich habe die Weichen nicht so gelegt, dass wir in den Rundkurs reinkommen und nicht jetzt dann auf die Betsy auffahren. Das habe ich natürlich nicht kontrolliert.
Bin schon mal gespannt, wie das Eiselberg aussieht. Ich glaube, da habe ich noch kein Foto davon gesehen. Okay, die erste Weiche, glaube ich, geht nach rechts, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir fahren in den Rundkurs. Oder? Ja, oh, perfekt. Hat meinen Vergangenheits-Ich gut gemacht. Da muss ich aber trotzdem mal umlegen, weil wenn wir dann rüberkommen, werden wir über die Weiche wieder drüber fahren. Für das ist der Zug einfach, also der Verband zu lang. Wenn es nicht wirklich realistisch wäre, man müsste die Kamera zum Anfang oder Ende des Zugs wechseln können. Get the point. Aber würde ich jetzt nicht rein tun. Höchstens mal hat noch eine Option mit, ja, du willst realistisch spielen, dann hast du die Option nicht. Oder ansonsten mehr Casual, dann hast du die Option. So. Die muss andersrum. Und dann fängt der Entladespaß an. Ich werde es mal... Ist richtig so. Ich werde es jetzt mal so machen, dass die Lok von allein fährt. Oder ich versuche es zumindest. Und werde mich dann da hinten hinstellen. Okay. Schau mal aus. Okay. Rückwärts, Bremsen lösen. Und dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. 2%. Ja, probieren wir es mal. Hoffentlich bleibt er nicht stehen. Gut. Gefährliches Manöver. Aber hat in der Vergangenheit immer wieder funktioniert. Ich behelfe dann einfach mit dem Abbremsen, wenn ich hier die Bremse bei die Wagen anlege. Geht halt viel schneller so. Gut, da wollen wir schon mal die Bremsen anziehen. Oh, das ist mir zu schnell. Ja, funktioniert sehr gut jetzt. Der ist mal zu schnell. Nochmal einen übersehen. Und bremsen wieder an. Okay. Ja, mal gut, den einen da. Wenn es zu langsam wird, mache ich einfach die Bremse wieder auf. Ich glaube, das könnte jetzt schon zu viel gewesen sein. Für den müssen wir einfach nochmal zurückfahren. Gut, da haben wir schon mal 5, da haben wir 10. Oh, jetzt sind wir stehen geblieben. Gut, dann Bremsen lösen, wir sind hier angezogen. Jetzt wieder? Nee. Alle gelöst. Oh, muss jetzt wieder einen Schubs hier geben. Das passiert auch manchmal.
man denn da war. Zu schnell hier wieder. Wir müssen aufpassen, dass man die Lok jetzt da nach unten keinen Abflug macht. Komm, entlade dich. Sehr gut. Büsche noch. Cool. Also, das ist einmal Express entladen, wenn man alleine ist. Okay, jetzt fahren wir für den einen nochmal kurz zurück. Und dann haben wir das. Mach ich jetzt aber so. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal so ausprobiert? Ich meine, ein bisschen Risk gibt natürlich die Option, dass du hier den triffst, aber mit ein bisschen Übung geht das schon. Ja, also, ich meine, so bist du es halt weh. Also klar, wärst du zu zweit, dann geht es erst recht schnell. Aber dann kannst du nach ähnlichem Prinzip machen. Einfach nicht anhalten. Und wenn du halt jedes Mal anhältst, entleitest du wieder zurück und wieder weiter, brauchst du einfach viel länger. Na komm noch. Ein bisschen noch. Ein paar Meter. Nur weggebaut. Gut. Währenddessen werde ich mal hier die ganzen Bremsen wieder lösen, wo ich sie angezogen habe. Du kommst runter. Dankeschön. Da ist sie nicht angelegt, da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht, da passt's. 12. Wie viel haben wir jetzt da insgesamt? 100. 100 plus 11. Plus 5. Okay. Dann können wir, kann ich mir demnächst dann mit dem wieder runterfahren. Hier werden wir wieder reinlegen. Ja, kann man eigentlich gerade zweimal machen. Wobei jetzt mit der Talfahrt braucht man eh nicht so viel. Nicht angelegt. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hier. Und hier. Cool. Wir sind abfahrbereit. Dann fahren wir dann nach unten. Und dann geht's los zum Eisenwerk. Oh, ich freue mich. Wobei, wie schauen wir eigentlich mit dem Holz aus? Das werden wir unten befüllen, nicht hier oben. Okay, Abfahrt. Klingt ein bisschen dumpfer. Und so komisch wie es ist, unten soll es dann mit den FPS auch wieder besser sein. Jetzt nur ein bisschen Bremsen angesagt.
werde mich mal ganz kurz muten. Ich bin gleich wieder bei euch. Aufgemacht. Schweizer National geht. Ja, und jetzt geht's Telefon. Tut mir leid. Genau nachdem ich mich entmutet habe. Ja, ist praktisch. Bitte mal Schmackes hier geben. Warum ist Taylor Swift da in Couchy Mix mit drin? Naja. Hätte ich jetzt persönlich nicht in den Couchy Mix eingenommen. Das ist jetzt die Couchy Mix 2021 Playlist auf Spotify. Sehr gut. Ein riskant, was ich hier mache. Ein bisschen flott. Jo, ciao, bis später und viel Spaß beim Football, ne? Tu dir nicht weh. Sport ist Wort, so wie es schon heißt. Den einzigen Sport, den ich so mache, wenn überhaupt, ist mit dem Motorradfahren, aber da ist die Saison jetzt auch vorbei. Ah, gut, weil es gerade sagt, da sollte ich mal die Batterie ausbauen. Ist im Winter nicht so geil. Wenn die Batterie kalt wird. Oh, da hüpft der Wagen. Das ist nicht so gut. Aber es ist eigentlich neben der Einstelle bei der Lücke eh die schlimmste Stelle. Kann man ihn gerade wieder rollen lassen. Es ist schon mehr Country. Die Brücke da wäre auch mal ein Kandidat zum Neumachen. Also gerade diese Kurve, da könnte man sich eigentlich sparen, indem man hier Rad fährt. Und auch da die Kurve. Hi Nico! Alles klar? Ach, die Brücke habe ich eine Ausweichstelle. Was? Ach, der da hinten? Oder meinst du jetzt die da auf die andere Talseite rüber? Okay. Ah, ich weiß nicht, eine Ausweichstelle für hier nach oben sehe ich nicht, brauch's auch nicht. Aber da unten dann vielleicht. Aber ja, wird eh bald abgerissen da unten und dann wird's neu gemacht mit Dreieck.
theoretisch könnte man auch hier, so, also auf der Seite da hinten, so einen Umschlagplatz machen. Aber ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich den nutzen würde. Ja, ich kenne die Seite. Habe ich auch schon selber ein paar Mal genutzt. Ist eigentlich ziemlich cool. Also irgendein älter Safe Game ist da von mir auch drauf. Ich glaube, das habe ich sogar so gemacht, dass ich es runterladen kann. Vor allem das Coole bei dem ist, müsste ich da meins mal sehen. Ja, gern. Schick mal. Und hi Artunas! Also ich werde es mal anschauen, wenn ich dann unten beim Sägewerk bin und die abgestellt ist. Aber dann werde ich eh mal kurz einen Pause-Screen machen. Und dann schaue ich mir das an. Ich glaube, das wird die letzte Fahrt sein hier auf der Kurve. Alles neu hier. Was dir lieber ist. Also du kannst es mir privat schicken oder hier in den Chat da rein, dann sieht es jeder. Und davon, ob du was zu verbergen hast. Sonst, ja, da ist ja schon der Link. Sehr gut, also ich schaue es mal gleich mal an. Bei der Stelle muss ich ein bisschen aufpassen. Alles da. So, gleich ist das Schlimmste vorbei. Kann mich wieder Gas geben. Fuel geht mir auch aus, aber ich denke, das schaffe ich. Sehr gut. Ein bisschen rollen lassen. Gas hier. So, währenddessen, das geht jetzt erstmal weiter mal mit das auf, was du da geschickt hast. Ah. Ach, da unten ist die Karte. So, jetzt habe ich es auf dem Screen drauf. Oh, interessant, wie du das da gebaut hast. Ah, das war mit einer kompletten Schleife einmal auf dem Weg dort zur Eisenerzmine. Okay, das sieht wirklich interessant aus. Das würde ich tatsächlich gerne mal fahren. Hintenrum bei der ersten Bergstrecke hast du ähnlich gemacht wie bei mir, nur dass du oben geblieben bist und da hinten erst unterkommst. Interessanter Approach, muss ich schon sagen. Immer interessant zu sehen, was für Wege die Leute finden, wo sie zum Ziel kommen. Ah, und du bist auch ähnlich wie ich zum Holzfäller raufgefahren. Ich habe auch schon gesehen, die sind dann von hinten rein beim Holzfäller. Okay, cool. Das mit der Bergstrecke gezeigt. Ja, die
Die ist es ja soweit ident, aber du hast ja nochmal quasi eine parallele Bergstrecke gebaut auf der anderen Seite zum Reisenherz wieder. Das habe ich ja nicht gemacht. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Mensch, immer mehr Eisenbahner hier. So, gleich haben wir es geschafft. Und keine Entgleisung. Ich bin stolz auf mich. Dann geht es jetzt weiter zum Eisenberg. Ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Aber ich bin kein Schweizer. Ich wohne nur in der Schweiz. Ich bin eigentlich ein Tiroler. Ich bin ausgewandert vor 7 Jahren. Wenn man das ganz genau haben will, bin ich ein halber Tiroler und ein halber Bayer. Direkt an der Grenze. Haben wir eigentlich noch andere Tiroler? Das habe ich doch gar nicht gefragt. Oder wo kommt sie so her? Hier könnte man noch eine Abzweigung machen für die spätere Strecke zum Eisenwerk und Co. Aber das habe ich erstmal gelöst mit dem Abzweig da vorne. Niedersachse. Ah, und der Fabian ist ein Tiroler. Cool. Da versteht mich endlich mal einer. Aus Kufstein. Ernst jetzt? Ich komme ursprünglich aus Wallisee. Das ist quasi knapp daneben. Ein Kufsteiner. Wahnsinn. Mensch, die Welt ist ein Dorf. Oh, scheiße. Nein. Shit. Die anderen sollten nicht wegfahren. Oh, fuck. Da passe ich einmal nicht auf. Kriege ich die jetzt noch? Bitte, 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 bitte. Komm, lass mich da rauf. Warum sind denn die jetzt entgleist? Wo ich hin? Ja, jetzt bin ich in Zürich. Ein bisschen weiter weg. Ach, Wahnsinn. Kufsteiner. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist das vielleicht wegen dem hier? Das wäre ja fast so schön gewesen, dass man da hier eine perfekte Fahrt kriegt. Da hinten ist aber noch alles okay. Ja. Okay. Dann einmal aufgleisen. Na? Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt werde ich gleich mal hier das kontrollieren, dass wir richtig hinfahren können. Was ist mit den Gleisen? Ich glaube, das ist schon ziemlich jedes Mal immer passiert. wieso kriege ich das nicht weg? Ah, jetzt. Okay. Ach ja. Also hier bin ich jetzt noch nicht hingleist. Ich glaube, da mache ich das hier nochmal neu. Okay, das passt. Dann der nächste. Müssen wir die eigentlich nur zusammendrücken. Jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Machen wir den da unten. Ach so, meinst du es? Okay. Ja, was ich schon hatte, ist
dass der weggerollt ist in die Ferne und dann habe ich halt so wie jetzt da die Wagen wieder aufgleist. Und als ich dann runtergefahren bin, kam mir der wieder entgegen. Was total unlogisch war von der Physik her, aber das war erschreckend. Da musste ich dann echt schnell anhalten. Na? So. Jetzt kann ich hier wieder reinlegen. Okay. Alles mal wieder zusammen. Schauen wir mal in der Nähe von Wörgl im Urlaub. Da war ich. Ja. Was auch in den Wörgler Wasserwelten? Boah, das war nicht voll schlimm. Ich habe übrigens gelesen. Also, Fabian, du müsst ja eh auch wissen, dass die jetzt da die Wasserwelten zugemacht haben. Das fand ich ja arschig, als ich das gelesen habe. Habe ich den immer wieder gern gewesen. Was hast du denn doof gemacht? Ach so. Hä, jetzt sind es hier schon wieder. Willst du mich verarschen? Hä? Wegen dir? Mühsam. Okay, dann mache ich das mal hier neu. Kann ich das alles hier nochmal neu machen? Hauptsache, beim Rauffahren war es kein Problem, ne? Jetzt den da hinten auch raus. Ne, der ist noch drin. Gut. Oh, ich hab das Getüm nicht gehört. Weil es falsch ist. Okay, dann holen wir den auch mal nach hinten. Passt. Der ganze Verband nach hinten, dann machen wir Kurve neu und dann hoffentlich passiert dann nichts mehr. Und hier, das passt eigentlich. Gut, mal nach vorne bitte. So. Fröhliches Abreisen. Nicht das hier. Machen wir es mal ab hier. Shit. Das war zu viel. Gott sei Dank nur so ein kleines Stück. Die Höhe. Passt. Ich hoffe, ich habe hier wieder nicht so eine Korderstelle, wo wieder irgendwas ist, was meint, es muss klippen und mir den Zug rausschmeißen. Ist jetzt gar nicht mal so schlecht geworden für dich, dass ich es jetzt mit der Hand gemacht habe. Gut, das ist jetzt ein bisschen ungeil da. Aber ja. Gut. Spiel gibt es nur für Microsoft. Ja, denke ich schon. Ich werde mal speichern. Wenn man jetzt hier den ganzen Zug zerschmeißt. Aber ich kann keine Lust, den wieder aufzugleisen hier. Okay.
Bei dir, bei Nico, sind bei dir eigentlich Bäume wieder aufgetaucht? Weil ich habe bei mir die starke Vermutung, dass Bäume wieder aufgetaucht sind. Okay, noch passiert nichts. So, mal schön ankuppeln hier. Nummer 1, 2, 3 und der Rest. Gut. Ach, habe ich jetzt hier schon... habe ich das vergessen? Hier machen, wenn ich schon mal da. Hä? Warum ist es. Habe ich das nicht bereinigt? Oh, ist gut. Oh, auch. Risiko fahren. Ne, wir machen das sauber. Ne, so ein bisschen. Ja, gut. Ach, komm jetzt. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Ich drück das jetzt einfach rein. Fahren wir mal. Super, ne, Nico? Fährst du ja x-tausend Mal die Strecke da drüber und da bin ich ja, keine Ahnung, mindestens schon 30 Mal drüber gefahren. Bin nie was passiert und jetzt zerlegt's mir's. Profi-Effekt. Jetzt darf ich nur nicht zu schnell sein, weil wir hängen nicht dran. Ich hoffe, das war jetzt keine blöde Idee. Weil da oben geht es ein bisschen nach oben. Und das sollten die eigentlich jetzt abbremsen. So, ein bisschen noch. Okay, dann beim Bier ist erstmal stehen. Die rollen weiter. Achso, bei dem hängen wir ja noch dran. Handbremse. Also normalerweise würde ich das jetzt hier wieder sauber machen. Wir hängen doch gar nicht dran. Achso, wegen der Bremse. Werde ich dann demnächst mal wieder sauber machen, wenn ich mit dem Zug wieder rauf fahre. Gut. Dann, wir müssen auf das Gleis hier. Und dann wird es mal wieder abgestellt. Bist du auf das Ganze eigentlich gekommen? Wie meinst du es? Also auf was? Auf Spiel an sich? Okay, das passt. Es kann fast nichts mehr schief gehen. Achso, auf das Game. Ich hab's mal bei irgendeinem YouTuber gesehen. Und das hat mich dann sofort angefixt und hab's mir dann gerade geholt. Ah, das ist genau mein Ding.
Also nicht wundern, die Lok bleibt jetzt erstmal hier. Was wir jetzt noch machen werden ist, spätestens wenn ich dann das Safe Game wieder lade, wir werden jetzt hier die Bremsen anlegen. Oder auch unten und mal ganz kurz, wobei müssen wir es zusammendrücken, das sind schon recht. Die Kupplung soll so sein, wie sie jetzt gerade sind, damit sie nach dem Laden wieder schön gekuppelt sind. Ah, das sieht aber sehr gut aus. Okay. Ja, und das muss ich mal neu machen, wenn ich dann demnächst mal wieder fahre. Das ist ungeil. Naja. Gut, ich mach mal ganz kurz Episodenpause und dann schnappen wir uns vermutlich eine Draisine und bauen den Weg zum Eisenberg. So der Plan, damit der Zug hier weg kann. Also der Verband hier. Damit wir das endlich mal tun können. So der Plan. Also, liebe Leute, bis gleich. Gibt mal Musik für euch.